Machen wir noch mal ein kleines Nebenmission. Wir nehmen mich mit. Ja, wir nehmen euch mit. Das passt schon. Dies passt schon. Der Mond ist ein bisschen aus dem Ei. Ein Eiermond. Ach, hier gibt es noch eine einzige Sache. Cool. Ja, wie gesagt, ich habe mir überlegt, ob ich nochmal überall kurz anfliege und mal schauen, ob es da noch was gibt. Aber naja, das wäre mir jetzt auch zu nervig. Und ist auch total langweilig, ne? Einfach nur mal kurz in jedes System zu fliegen und ja, zu schauen, oh, gibt es da noch eine Nebenmission oder was weiß ich. Das ist auch keinen Bock drauf. Dann schaffe ich es halt nicht auf Level, was weiß ich, ne? Kann ich eh nicht mehr schaffen. Ich bin gerade mal Level, weiß der Geier was. 46, das ist ja auch schon nicht schlecht. Achso, automatisch natürlich. Im Let's Play war ich glaube ich auch nur 47 oder so. Im zweiten Teil kommt man locker auf 60 damit. Von daher ist es kein Problem. So, schon mal die Feinde verängstigen, bevor wir überhaupt da sind. Ich habe hier hingezielt und da oben landet die Rakete. Was macht der Marco wieder? Der macht hier irgendwie sein eigenes Süppchen, oder? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Oh, Moment. Ich muss noch mal kurz dahin, da habe ich was übersehen. Hat nichts damit zu tun, was dagegen hat. Jetzt auch bald Weihnachten. Freut ihr euch da schon drauf oder sagt ihr so, nee. Weihnachten. Gehen wir mal weg mit Weihnachten. Oh, verdammt. Ja, geschafft. Hui. Knapp. Ich glaube, die habe ich sogar schon alle. Ich bin ja da eher so. Gehen wir mal weg mit Weihnachten. Ich bin nicht so der große Weihnachtsfan. Ist mir zu viel Stress. Bin dann auch wieder froh, wenn es vorbei ist. Genauso wie mit Silvester. Muss auch nicht unbedingt sein. Weg, ihr blöden Viecher! Weg! Kann gar nicht sein, dass sie so viel aushalten, ey. Meine Fresse. Oh. Da kommen aber noch mehr. Aber das hat kein Problem. Der Marco hat alles im Griff. Ah, komm. So, du tot, Levelaufstieg! Und damit sind wir in Level 47. Punkte verteilen, weil dann, wenn es soweit ist, aber nicht jetzt. So, wir sind auch down. Dann ist klar. Steigen wir mal hier aus. Betreten mal dieses Gebäudelchen. Und ganz kurz mal hier mein Fensterchen aktualisieren. Okay, wir holen schon mal die Waffe raus. Man weiß ja nie, was hier auf einen wartet. Tote auf jeden Fall. Das ist schon mal super. Suppentastisch. Oh, erste Hilfestation. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen. Geh weg. Alter, Alter, weg. Ich finde es ein bisschen krass, ne, dass der Marco nicht mehr Feuerkraft hat als die Waffe hier. Das ist schon krass. So, das haben wir noch schnell vorbei. Ja, ich schon. Ja, was machen wir immer zu Weihnachten? Wir gehen entweder zu, also entweder zu meiner Schwester oder zu meiner Mutter. Das wechselt halt jedes Jahr immer so ab. Ja, und das war's eigentlich. Aber so wirklich feiern, ich weiß nicht. Also meine Schwester macht das natürlich wegen ihren Kindern und so. Aber oh, ich habe da, weiß nicht. Also ich bin halt nicht so der große Fan davon, weil ich weiß auch nicht. Aber schon als Kind war das schon anders, aber mittlerweile. Ich brauche auch nicht, also ich brauche keine Geschenke oder so. Ich brauche auch mal keine Geschenke zum Geburtstag. Aber ich werde immer gezwungen, welche, mir irgendwas zu wünschen.
Deswegen wünsche ich mir dann immer irgendeinen Scheiß. Und ich würde mich auch tatsächlich darüber freuen, wenn ich irgendwie Socken geschenkt bekomme. Irgendwas Praktisches, keine Ahnung. Irgendwas, was ich ja auch gebrauchen kann. Aber sonst. Das Einzige, was immer geil ist, ist das Essen. Schön lecker essen und dann läuft. So, was haben wir jetzt hier? Ich höre eine Brummen. Was ist denn da los? Moment, Terminal öffnen. Laut Ihren Logbüchern war vor 2 Tagen ein Versorgungsschiff bei Ihnen. Die Rachni waren schnell. Erzählen Sie mir mehr über das Versorgungsschiff. Dieser Planet soll unbewohnt sein. Die Rachni kamen doch nicht aus dem Nichts. Augenblick mal. Diese Basis wird von Drohnenfrachtern versorgt, die in unregelmäßigen Intervallen von verschiedenen Depots kommen. So können sie nicht so leicht abgefangen werden. Ich hab's. Es kam von Argus Roth. Wo immer das ist, so sind dort wahrscheinlich weitere Rachni. Gehen wir der Sache auf den Grund. Oh. Die außer Kontrolle geratenen Rachni auf Alter Hill scheinen das Resultat einer Lieferung aus Argus Road zu sein. Mit den vom Frachter heruntergeladenen Loks-Logos sollten sie in der Lage sein, den Kurs des Schiffs zu seinem Ursprungsort zurückzuverfolgen. Und hier Mayday! 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 Hier spricht Lieutenant Marie Durand, 314. Infanterie, 10. Frontdivision der Allianz. Der Horchposten wurde von unidentifizierten feindlichen Lebensformen überrannt. Er bitte sofortige Evakuierung. Der Horchposten. So, an und für sich müsste sich aber unser Lok. Ja. Begeben Sie sich in Styx Theta Erebus. Ist klar. Ja, weg, weg, weg. Ja. So, wenn wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen, das ist so schön. So schön, so schön. Und jetzt würde ich extrem gerne sprinten. Hä? Ist ja geil. Hui! Ja, wir können einfach mal die Kamera so. Das wirkt doch schon viel dynamischer und schneller, habe ich das Gefühl. Natürlich nicht. Aber man kann ja mal so tun, als ob. Oh, Moment, die Chiffrierung zu gering. Oh, das ist halt schade. Das ist ja blöd. Dann öffnen wir das nochmal. Ah, da ist der Marco. So, Marco, 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 Marco. Wir können wieder weg. Müssen jetzt noch schnell zu einem anderen Planeten düsen, weil die gute Miss Durand braucht unsere Hilfe offensichtlich. Und die möchten wir ihr natürlich nicht verwehren. Boah, immer wenn man auf diese Sternkarte guckt, ja, dann hat man, da gehen die Frames so runter, das ist voll krass. Ich habe mir letztens noch mal kurz den dritten angeguckt, also den mal angemacht. Ich habe sogar das erste Mal auf dem PC den Multiplayer gespielt. Weiß auch nicht, warum ich das vorher nie getan habe. Und das ist auch so, wenn man auf die Sternkarte guckt, dann hast du, dann gehen die Frames richtig runter, ey. Da ist er schon, Nepmos. Mal gucken, gibt es hier sonst noch was, was man vielleicht, hier kann man erkunden. Auch nicht so schlecht. Mal alles mitnehmen. Hier, erkunden. Datendisk ist auch eine feine Sache. Also ja, also wenn man, ja, das ist aber wirklich so. Man möchte ja dann immer schon, ich sag mal jetzt, in meinem Fall, ich könnte jetzt sagen, ach, ich möchte gerne eine neue Grafikkarte haben. Die kann ich mir aber schlecht wünschen, weil die kostet ein bisschen mehr als so ein übliches Geschenk, sage ich mal. Dann muss man halt immer, ja, weiß nicht, spart man sich halt selbst zusammen oder kriegt man, wenn man Geld geschenkt geht, dann kriegt, dann sammelt man halt das Geld und irgendwann kauft man sich dann das, was man eigentlich haben möchte. Ich weiß nicht, ich finde auch, dann sagt man, also man sagt, der Geld ist immer so unpersönlich, aber eigentlich, wie willst du, das ist ja das Persönlichste überhaupt, dann sagst du ihm hier, ich geb's dir, du kannst im Grunde holen, was du möchtest. Das ist doch viel besser als, weiß nicht, irgendeinen Scheiß zu holen.
Außer man kennt die Person und weiß, ja, die will jetzt, keine Ahnung, eine Zuckerwattemaschine haben oder was weiß ich. Dann kannst du ja eine Zuckerwattemaschine kaufen und ihr die schenken. Das ist ja dann wieder was anderes, aber... Ich bin auch immer so jemand, der sagt, ich habe auch keine Ahnung, was man mir schenken kann. Man wird schon immer ein bisschen... Da wird es dann immer recht schwer, ne? Bei so Leuten, die ja, selbst keine Ahnung haben, was das denn ist. Roadkill! Ah, geht nicht, verdammt. Alter, hier sind aber viele dabei. Rachni-Soldaten! Rachni-Soldaten. Oh, die ist aber schon ganz nah. Der Rachni-Soldat. Ist noch einer? Einer ist noch. Ah, da. Da ist noch einer. Ja gut, Geld wünschen jetzt so direkt, da sage ich ja jetzt auch nicht, boah, jetzt schenkt mir mal Geld, aber eigentlich ist das schon mit das Beste so. Schenkt jeder dir 200 Euro, dann kannst du dir auch was Schönes kaufen. Nee, aber... Ist schon immer ganz praktisch. Wenn man ein bisschen Geld geschenkt bekommt. So, wir haben immer da was und wir haben immer da was. Dann muss ich jetzt hierfür runter. Nein, ich muss gar nicht runter. Wo ist das denn? Ach da. Ah, genau davor stehe ich. So. Erkunden bitte. Suche nach Mineralien. Ach ja. Hat er bei zum Glück auch ein Ende, das Suchen nach Mineralien. Ja, wobei, nee, nicht wirklich. Wird nur ein bisschen im zweiten Teil ist das ein bisschen anders gemacht. Aber nach Mineralien müssen wir immer noch suchen. So, was schon hier passiert? Ein Entdeckung. Diese Partikelbohrgeräte scheinen sofort deaktiviert worden zu sein, nachdem sie in die Tunnel unter der Oberfläche vorgedrungen sind. Die Baracken und die Ausrüstung tragen das Logo des Tenkara Mining Konsortiums. Aber es gibt keine Spur von der Mining Crew. Womöglich sind sie tot. Wäre jetzt so meine laienhafte Vermutung. Was haben wir da drüben noch? Da schauen wir auch noch mal kurz rein, bevor wir weggehen. Da haben wir noch ein kleines Medikit. Habe ich ein Medikit verbraucht? Nicht, dass ich was sage, dann kann ich mal ganz schnell, wenn ich ja eh schon hier so rumstehe. Machen wir mal automatisch für die Schrottflinte. So, überspringen, zack, zack. Und dann markieren wir uns mal das hier. Hui! Zum Glück kann er sich automatisch selbst wieder aufstellen. Das finde ich schon eine sehr, sehr gute Sache. Wäre sonst ziemlich blöd, wenn das nicht ginge. Aber ich habe mich ja im Grunde auch schon dieses Jahr selbst beschenkt, so ein bisschen mehr oder weniger, weil es ja durch den Steam Sale und auch bei anderen Key Stores, sage ich mal, sind ja doch immer die Spiele relativ krass im Angebot. Und ich habe schon ein bisschen Geld ausgegeben. Ein bisschen viel vielleicht, aber naja, muss halt. Kann man ja mal machen, ist ja Weihnachten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ausgenommen. 100 oder ein bisschen über 100? Irgendwie so in dem Dreh. Es ist ein bisschen viel, aber ja, mein Gott. Solange man so, sage ich mal, sein selbst gestelltes Limit nicht überschreitet, finde ich es auch okay. Also, wenn man es denn kann, dann kann man es, ne? Aber da habe ich dann auch erstmal nicht schlecht geguckt, als ich dann mal so ausgerechnet habe, okay, wie viel war das jetzt insgesamt? Habe ich jetzt schon wieder vergessen, weil muss man sich auch nicht alles merken, aber es war schon nicht wenig. So ist das denn? Ach, das ist da oben. Deswegen. Für mich, Geschenke habe ich schon gekriegt von mir und mehr brauche ich eigentlich. Hä? Ach da.
Was bist denn du für ein kleines Gerät? Ein vergrabener Safe. Und da drin ist ein Medaillon. So. Dann nochmal zu den Trümmern schnell düsen. Und dann helfen wir Miss Durand. Der alten Nudel, weil die nicht alleine klarkommt. Also für Shepard wäre es natürlich kein Problem gewesen. Naja, aber die können ja nicht alle Shepard sein, wäre langweilig. Ist der nicht da hinten? War ich da schon? Nee, kann er gar nicht. Was ist das? Die Frage, komme ich hier überhaupt hin? Das ist, naja, so nicht. Gucken. Ja, du schaffst es. Du schaffst es, jawohl. Frage ist, was ich hier schaffe. So, fahren. Jetzt erstmal dahin. Alter, mit diesem Ding zu fahren ist echt, also, ist echt nicht schön. Halt. Da. Aussteigen. Da ist es doch. Gut, dann konnten wir das nochmal eben. Noch ein bisschen Mineralien gefunden. Einsteigen. Ach, da muss ich da jetzt rein? Doch. Ich will da aber nicht rein. Bestimmt gefährlich, danke. Ein bisschen subtiler sagen, dass man Geld möchte. Hier bin ich auch noch falsch, ey. Das ist ja, ja. Unglaublich. Vor allem, wie komme ich da hin? Ja, bei dem, was ich mir eigentlich gerne holen würde, da müsste ich. Da vergehen ein paar Weihnachten, bevor ich mir das zusammen gewünscht habe, das Geld, glaube ich. Aber man kann ja auch warten. So, machen wir Medigel, nehmen wir alles mit. Und dann setzen wir Kurs auf den Horchposten. Horch. Und eilen der guten Dame mal zu Hilfe. Kommt da alleine. Kommt da alleine nicht klar, so wie wir auch. Nicht. Ach ja. Dieses Fahrzeug. Hier noch so kleine Bodenwelle. Man denkt, hier wäre ein Riesenkrater am Boden. Ja, dieser Lichteffekt ist eigentlich ganz komisch. Irgendwie cool, aber irgendwie sieht der so aus wie so eine Diashow. So, da ist der Horchposten. Feinde! Sterbt! Ihr vermaledeiten Rachensoldaten! Verrecket! Komm noch mehr. Macht nichts. Wir können uns erstmal hier so fett hin. Und ich, kann ich jetzt schon mit dir reden oder noch nicht? Nee, noch nicht. Ne? Ich muss erstmal hier die besiegen. Kein Problem. Das machen wir natürlich im Handumdrehen. Ach, der ist schon tot. Oh! Jetzt really sorry. Den kann ich gar nicht treffen. Habt ihr bestimmt erwischt, mit Sicherheit. Wie sollte es auch anders sein eigentlich? Oh, schieße ich mit den Raketen immer daneben? Irgendwie ist der Marco kaputt. Er zielt nicht mehr richtig. So, Lieutenant Durand. First Lieutenant Durand, Sir. Dritte Brigade. 14. Infanterieregiment. Und ich bin heilfroh, Sie zu sehen.
Wir hörten, dass Sie Verstärkung brauchen können. Eigentlich würden wir viel lieber von hier verschwinden. Aber Ihr Schiff ist wohl nicht groß genug für uns alle. Sie haben uns vor einigen Monaten hier abgesetzt. Wir bekommen alle paar Wochen Vorräte. Bisher hat sich kein Bewohner sehen lassen, der gefährlicher als eine Flechte war. Gestern kamen diese Tiere plötzlich aus dem Boden. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Das ist alles, was von 90 Männern noch übrig ist. Und ich bin der ranghöchste Offizier. Wir haben ein Schiff im Orbit und könnten sie bombardieren. Das würde nichts bringen, da sie sich tief unter dem Boden bewegen. Sie kommen nur an die Oberfläche, wenn sie direkt unter uns sind. Wenn sie sie bombardieren, schalten sie uns auch aus. Warum sind sie überhaupt hier? Es hat in diesem Cluster viele Piratenaktivitäten gegeben. Wir haben eine Reihe Horchposten im hiesigen System platziert, falls sie irgendwo eine Basis haben. Man nennt sie Rachni. Ist vor kurzem ein Versorgungsschiff hier gewesen. Ja, aber das war ein Allianzschiff, Commander. Ich meine, es war eine Drohne. Die flog automatisch. Aber was... Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Sind Sie hier sicher? Das, wogegen wir eben gekämpft haben, war nur ein Test. Unsere seismischen Sensoren empfangen noch viele mehr, die auf dem Weg zur Oberfläche sind. Wir haben noch maximal 5 Minuten. In Bestform hätten wir sie vielleicht aufhalten können. Aber Sie sehen ja, wie es hier nach all den Kämpfen aussieht. Tun Sie, was Sie können, um die Position zu sichern. Wir werden versuchen, einige Verteidigungsanlagen instand zu setzen. Zu Befehl, Commander. Sie haben den Mann gehört. Schnappt euch so viele Magazine und Granaten wie möglich. Geht pissen und trinkt was, solange ihr könnt. Und wenn jemand rauchen will, dann soll er das jetzt tun. Geht pissen, hast du gesagt. Das war ekelhaft. Los, los, los! Der Generator wurde von Rachni-Klauen zerfetzt. Die Verteidigungsgeschütze sind funktionsuntüchtig. Man könnte die Geschütze über den Motor des Markus antreiben, aber dann kann der Markus selbst nicht mehr fahren oder seine eigenen Waffen abfeuern. Egal, wir machen das mal. Geht das auch von da oder musst du daneben stehen? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich würde einfach mal sagen, ich will hier, jetzt verdammt, ich will in den Marco rein. Achso, nee, der Marco, okay, der ist aktiviert. Läuft, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, der Stream läuft noch, weil hier wieder die Anzeige ein bisschen rumspinnt. Die macht mir die Ampel sozusagen. So, wir werden jetzt aber schon mal bewaffnet. Ja, die Waffe kann man durchaus mal benutzen dafür. Was ist das für ein Schuss? Hä? Am Leben wird verwirrt. Wo sind die ganzen Viecher? Warte, komm her. Tot. Los, los, los! Ah, okay, tot. Und tot, jawohl. Ich brauche nur drauf zielen, ey. Ich brauche noch nicht mal schießen. So läuft der Hase. Ach, die Waffe ist doof. Die macht viel zu wenig Schaden. Also man könnte jetzt den Marco natürlich auch selber fahren und steuern, aber ich finde das schon ein bisschen besser so. Der soll mal mit seinen Raketchen helfen. Beziehungsweise mit seinen... mit seiner Energie die Geschütztürme hier treiben. Los, los, los! Ach ja. Fabel Deutschland, du, das ist mir schon verein. Ich hoffe, nächstes Jahr ist das alles wieder besser. Ja, geil, ich kann nichts sehen. Dass es dann wieder stabil läuft. Wobei ich das auch nicht verstehe. Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es weniger gut. Ey, das ist so echt ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht genau, woran das immer liegt. Aber es müsste eigentlich noch einigermaßen gehen, oder? Ich mache ich fertig. Wer macht den wen fertig? Was ist hier los? So, können wir noch mal los, los. Ja, wie los, los, los? Wohin denn? Was würde er mir damit sagen? Ich hoffe mal, dass sich das gleich wieder ein bisschen fängt, das Internet, und dass dann wieder alles 1A läuft. Ja, komischerweise, der Ton ist davon nie so unterbrochen. Achso, das ist mein Stuhl, der macht hier die Schrift weg. Rachni-Schwarm nähert sich, und zwar genau jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele wir davon abwehren müssen.
Ich hoffe mal, dass sich das wieder fängt gleich. Aber im letzten Stream war das im Stream. Beim letzten Stream war das auch so. Da gab es dann, ich glaube, so circa 10 Minuten gab es ein kleines Problem. Und dann war es wieder gut bis zum Ende. Also ich kann nur hoffen, eigentlich brauche ich gar nichts machen. Also meine Alibi-Schüsschen könnte ich mir noch stecken. Aber ist egal, wir haben hier unendlich Munition, deswegen scheiß drauf. Und sagen wir später einfach, wir haben die alleine kaputt gemacht. Ich habe nicht gesehen, dass irgendeine Rakete jemals einen Gegner getroffen hat. Also außer natürlich dieses Standbild oder so, das läuft gar nicht mehr, wie ein schwarzes Bild oder was weiß ich, oder das Screen geht offline alleine. Dann ist das natürlich ganz kaputt. Ich hoffe aber mal, dass es passiert ist. Und zwar inständig. Los, los, los! Boah, wie viele davon auch immer kommen von diesem Bild, ich dachte mir. Er ist so ein Katzen. Noch mehr? Da hinten. So, wo noch? Ach, nee. So anhalten soll diese Störung ja bis zum neuen Jahr wohl angeblich. Obwohl die natürlich immer so schnell arbeiten, wie es geht. Aber schnell arbeiten, naja. Ich weiß ja nicht. Das sagen die wahrscheinlich auch immer nur so, damit sie irgendwas sagen können. In Wirklichkeit machen die gar nichts. Ich meine, die müssen ja ihre Technik kennen und so. Dann müsste das doch relativ einfach sein für die herauszufinden, wo ist der Fehler. Oder die sagen natürlich den Kunden nicht alles, dass sie in Wirklichkeit was umbauen gerade. Und dass deswegen Fehler sind. Das kann natürlich auch sein. Da habe ich schon mal drüber nachgedacht, aber so kann es durchaus sein. Die bauen vielleicht gerade irgendwas um, weil ja in einigen Städten Deutschlands macht gerade Deutschland ja DSL mit 200.000er Leitung. Oh, warte mal. Vielleicht soll ich mal ganz kurz das benutzen. Vielleicht bauen wir das gerade hier in Berlin irgendwo hin. Aber das weiß ich natürlich nicht. Spekulation. Und deswegen funzt das Internet momentan nicht. Aber dann könnten sie das ja auch einfach mal so sagen. Heilige Scheiße, Sir. Das war eine enge Kiste. Ist alles in Ordnung? Ich lebe. Und Sie? Ich bin noch auf den Beinen. Aber wir kämpfen jetzt seit 26 Stunden. Keiner von uns hält noch lange durch. Ma'am, wir erhalten ein Signal von einer der Drohnen, die den Boden scannen. Da ist ein großer Hohlraum, etwa 500 Meter unter der Oberfläche. Gut, das muss es sein. Von dort muss es ausgehen. Aber meine Leute können in diesem Zustand keine Säuberungsoperation auf die Beine stellen. Sagen Sie uns einfach, wo wir lang müssen. Das müssen Sie nicht tun, Commander. Wir haben sie ausgeblutet und halten bestimmt noch eine Weile aus, bis uns ein größeres Schiff von ihr abholt. Wenn Sie es versuchen wollen, gebe ich Ihnen die Koordinaten. Aber es ist Ihre Entscheidung. Sie haben unseren Arsch gerettet, Commander. Danke. In der Tat. Ja, die Show ist natürlich nicht so toll, ne? So, was soll ich sagen? Nein. Sind ich gerade irgendwie gesetzt irgendwo hin? Ja, die Show ist natürlich nicht so schön, ne? What the fuck, was ist jetzt los? Was ist jetzt hier? Folgen Sie dem Kanal auf Ihrer Karte und vernichten Sie die Untergrundbasis der Rachen. Geben Sie sich eine Story. Hä? Das verstehe ich nicht. Na. Springen momentan auch immer so zwischen 800 noch was und 1700 Kilobit. Das ist schon ja, ein bisschen deprimierend, wenn man eigentlich bedenkt, man hat eine 6 Mbit-Leitung, dann ist das schon ein bisschen wenig. Ja, wo soll ich denn jetzt hier hin? Soll ich hier hin? Ach, das kann sogar sein. Ah. Ja, die splüht. Die splüht. Los,
Wenn ich dann auch nicht weiß, ob sich das nun wieder fängt oder nicht. Also, es bringt da nichts, also, euch mal einen Stream einmal ab und wieder anzuschauen.